Hier ist Fat Fred von fettspielen.de mit einem neuen StarCraft 2 Match. Jetzt geht es los. Wir spielen gegen einen anderen Terraner. Wollen wir mal schauen, welcher Terraner zum Schluss die Nase vorn hat. Letztes Spiel war es ja leider so, dass ich verloren habe. Die blanken Panzer wurden dann einfach dem Erdboden gleich gemacht. Und tja, so passiert es langsam und manchmal. Und wir wollen natürlich diesmal aus diesen Fehlern lernen und werden uns darum bemühen, dass wir mehr Marines bauen, dass wir dann mehr Meat Shield haben, was wir dann vorneweg einfach opfern können, damit unsere Panzer in Ruhe vor sich hin ballern können. So sieht es also aus. Das ist der Plan für dieses Mal. Ich werde hier erstmal scouten und auch hier die nächste, das nächste Versorgungsdepot ransetzen. Ich werde jetzt also ab sofort nur mit Versorgungsdepots hier die Chokes dicht machen, damit ich die Kasernen weiter hinten bauen kann und auch vielleicht ein paar mehr bauen kann. Und damit ich es auch nicht vergesse, dass ich da auch noch Reaktoren ransetzen kann, auch wenn es hier wahrscheinlich nicht möglich ist, wenn man da hier in Platznot ist. Also, so viele Pläne. Mal gucken, ob ich die alle richtig umsetzen kann. Ich werde daran arbeiten. Auf jeden Fall hier das nächste Versorgungsdepot. Und dann ist hier der Laden dicht und hier in der im Hinterland kann ich dann eifrig Reaktoren bauen. So, mein Scout ist auch da, da sehen wir es. Mein Gegenüber macht es anders. Nach klassischem Muster wird dort die Rampe geschlossen, indem sich um eine Kaserne und zwei Versorgungsdepots bemüht wird. So. Hier werden wir angegriffen, das heißt, wir gehen mal gleich wieder zurück und schauen mal, was es sonst noch gibt. Eine Raffinerie ist auch schon da und ansonsten alles streng nach Plan. Alles klar, bei uns hoffentlich auch. So, die werde ich mal gleich zum Xel'Naga-Turm bringen in die Mitte der Map. Und hier können wir auch schon anfangen zu pumpen. So, kleiner Leck. Muss ich sagen, apropos Lecks, es geht eigentlich bei StarCraft. Ich habe eigentlich relativ selten Verbindungsprobleme. Anders wie bei League of Legends, gerade im letzten Spiel, gab es massive Probleme gleich zu Beginn, sodass ich dort auch erst nach 7 Minuten dem Spiel dann wirklich auch erst beiwohnen konnte. Vielleicht habt ihr das Let's Play gesehen, wenn nicht, hier nochmal der Hinweis, League of Legends ist auch eine meiner Let's Play Reihen. So, hier aber erstmal weiter StarCraft 2. Jetzt haben wir auch mittlerweile genügend Ressourcen, um uns um eine Fabrik zu kümmern. Und hier werden wir mal gleich einen Reaktor ansetzen, damit wir auch nicht vergessen, hier in doppelter Zahl Marines zu pushen. So sieht's aus. Und wir haben mittlerweile beide Raffinerien voll belegt, können uns jetzt also ganz darum kümmern, hier die WBFs in die jeweiligen Mineraienfälle zu bringen. So. Kaserne baut gerade den Reaktor. Die Fabrik ist auch schon unterwegs und so sieht es gerade aus. Und hier sehe ich auch schon gerade den ersten Space Marine, der mich hier vom Xel'Naga-Turm vertrieben hat. Alles klar, den schicken wir wieder nach Hause. Und die Fabrik müsste gleich auch fertig sein. Ebenso hier die Kaserne mit dem Reaktor. Jetzt kann ich also hier in doppelter Manier Einheiten pumpen. So, so sieht's aus. Der WBF kann wieder rein. Und wir schauen, dass wir hier unsere Einheiten alle beisammen kriegen. So. Bräuchte jetzt eigentlich keine zweite Kaserne, wenn ich nur die doppelte Zahl an Marines bauen möchte wie letztes Mal. Weil ich jetzt ja einen Reaktor habe, habe ich das eigentlich dementsprechend gut hinbekommen. Ihr wisst ja, man kann ja eine Kaserne mehrere Gebäude anschließen, nicht nur den Reaktor, sondern auch ein Tech-Labor, wie ich es hier auch bei der Fabrik gemacht habe. Da ich aber die Marines eigentlich nur als Meat Shield benutze für meine Panzer, ist das eigentlich nicht so notwendig, dass ich hier ein Tech-Labor baue. Anders ist natürlich, wenn man mit Marines mehr vorhat, da wenn man zum Beispiel auch noch mit Medivacs kommen will, die healen, wenn man mit die Stimpacks benutzen will und so weiter und so fort, dann empfiehlt es sich natürlich auf jeden Fall, dieses Tech-Labor zu bauen. Das ist ja sogar unabdingbar, aber wie gesagt, für meine Zwecke sollte das auch so gehen. So, wie auch immer. Jetzt geht es los. Ich habe meine kleine Mini-Armee mal wieder fertig. Und wollen mal schauen, was wir damit hier alles reißen können. Geht also los. So, die vier, wie immer, da sind es alle drauf. Schicken wir hier ran. Hier bauen wir die Kommandozentrale mal zur Satellitenzentrale aus. Und schauen mal, dass wir jetzt mal an genügend Einheiten kommen. Damit es auch klappt. Hier. Mit dem Nachbarn. So. Erstmal Xel'Naga-Turm einnehmen. Das werde ich jetzt ohne den Panzer machen. Einfach nur den Space Marine dort fertig machen. Und unsere Basis wird angegriffen. Woher? Wieso? Weshalb? Warum? Air-Units. Ich fasse es nicht.
hat er tatsächlich schon eher. Wow. Okay, alles klar. Jetzt wissen wir, was er vorhatte. Ich werde jetzt ganz schnell Maschinendock bauen und jetzt versuchen, hier mit meinen Space Marines das auszugleichen, was hier gerade passiert. Krass. Jetzt auch noch unsichtbar. Okay, alles klar. Scheiße. Jetzt habe ich da Mew hingesetzt. Bräuchte jetzt aber eigentlich alles, was ich habe, um jetzt einen Maschinendock zu bauen. Und, ey, das gibt's ja nicht. Ist das eine Scheiße, ey. Ja, kann nichts machen. Hab jetzt den Maschinendock verpeilt. Muss jetzt hier erstmal... Hab jetzt nicht mal Minereien, um ein Dings zu bauen. Einen Raketenturm. Ja, der wird mir natürlich jetzt auch verhunzt. Ey, das ist jetzt sehr, sehr bitter. Ja, kann nichts machen. Keine Scan-Energie. Eine Einheit. Ein Banshee, der mir hier alles kaputt macht. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich habe keine Chance. Das ist bitter. Jetzt habe ich immer mehr Space Marines, mit denen ich kämpfen könnte. Überhaupt theoretisch nur. Ja. Da wird man auf dem ganz, ganz falschen Fuß erwischt. So kann es kommen. Ich habe keine Chance mehr, irgendwas zu machen. Banshee Attack. Und ich bin draußen. Krass. Jetzt wisst ihr, wie man wirklich auf dem... Ja, auf dem falschen Fuß wirklich erwischt wird. Heftig. Krass. So ist es. Lasst euch das eine Lehre sein. Ich werde es mir auch eine Lehre sein lassen. Auf jeden Fall auch daran denken, das Maschinendock früher zu bauen, um die Raketentürme wenigstens ein, zwei zur Sicherung zu setzen. Aber so ist das alles vorbei. Tja. Bye bye. Euer FettFett von FettSpielen.de.